Hallo. Ich mache heute Schleim. Und zwar einmal so einen schönen Schleim hier, der wird grün. Und dann mache ich noch einen Fluffy Slime. Für den ersten Schleim, den hier, brauchen wir Spüli, Kleber von Stilex und Kontaktlinsenlösung und Natron. Wenn ihr euren Schleim noch in einer anderen Farbe haben möchtet, zum Beispiel in Türkis oder Orange oder so, könnt ihr den natürlich auch in jeder Farbe färben, die ihr wollt. Am besten ist Acrylfarbe. Ihr könnt natürlich auch Lebensmittelfarbe nehmen, aber die färbt nur schwach. Also, wenn ihr keine Schüssel habt, dann könnt ihr es auch einfach auf einer Unterlage machen. Also ich nehme erst Kleber. So. Und jetzt kommt so Spüli drauf. Aber nur ein bisschen. Das rühre ich jetzt um. So. Und jetzt kommt ein bisschen Natron rein, nach Gefühl. So. Und jetzt kommt Kontaktlinsenlösung rein. Und jetzt müsst ihr das umrühren. Und dann seht ihr schon, dass es zu einem richtig schönen Schleim wird. Ich würde diesen Slime hier nicht färben, weil der wird schon grün. So. Und wenn er schon so ein bisschen, wenn er noch so ein bisschen klebrig ist, dann könnt ihr natürlich auch mit den Händen kneten. So. Dann noch alles schön aufsammeln. Und tada! Der perfekte Schleim. Zuerst klebt er noch ein bisschen, aber ihr könnt, wenn ihr den gut knetet, dann klebt er nicht mehr. Seht ihr? So toll. Für den zweiten Schleim, den Fluffy Slime. Hier, seht ihr? Ja. Brauchen wir Kleber von Stilex wieder, Rasierschaum, Kontaktlinsenlösung. Ihr könnt Natron nehmen oder auch nicht. Also ein Natronschleim würde dann so sein und der zerreißt auch schnell. Ein Schleim ohne Natron würde auch nicht so schnell zerreißen und der ist auch schleimiger. Okay, dann fangen wir mal an. Und den könnt ihr natürlich auch färben. Zum Beispiel so. Ja. Und ihr könnt ihn auch zum Leuchten bringen. Okay, dann kommt zuerst etwas Kleber von Stilex, so, und Rasierschaum. Und das vermische ich jetzt ein bisschen. So. Und jetzt nehme ich mir eine Farbe. Ich glaube, ich nehme Tempera Metallic Rosa. Jetzt kommt da ein bisschen Farbe drauf. So. Und jetzt kommt Kontaktlinsenlösung drauf. Und seht ihr, es wird schon zu einem richtigen Schleim. Und dann immer wieder ein bisschen Kontaktlinsenlösung rein. So. Und das macht ihr dann so lange, bis euer Schleim richtig gut ist, wie der hier. Oder wie der hier. So. Hier einfach ein bisschen kneten.
und alles hier richtig aufsammeln. Also das ist jetzt ein Schleim ohne Natron. Den kann man noch besser ziehen. Und jetzt mache ich mal einen Schleim mit Natron. Und zwar reiße ich den einfach so ab und nehme mir Natron und füge ein bisschen dazu. Und jetzt knete ich den. Mit diesem Natron wird der Schleim auch nicht so lange halten. So einen Tag, wenn er in keiner Packung ist. Ich habe mal einen Schleim gemacht. Der war braun und der hat 2 Wochen gehalten ohne Verpackung. Dann habe ich den mit Natron vermischt und der wurde ganz schnell wieder hart. Ich dekoriere diesen Schleim hier noch mit solchen goldenen Splittern oder so, die helfen. Und dann tschüss!